Heyo, herzlich willkommen zu einem Let's Play zu Life is Strange True Colors. Ich bin Mika und ich feiere ein wenig die Musik, aber das war auch schon mal ein Vorteil auf jeden Fall. Ein riesen Meilenstein, die Titel auf jeden Fall super interessant, super schön gemacht haben. Aber die Atmosphäre auch wie in diesem Startbildschirm hier schon. Ich habe das Spiel geschenkt bekommen von einem Bekannten und vielen lieben Dank noch dafür nochmal. Ich wusste nämlich gar nicht, dass es einen neuen Teil geben soll und war absolut überrascht davon und dachte mir, oh, ich wollte das genau. Und tatsächlich hat er mir das einfach geschenkt. Und ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe nur irgendwie den Verdacht, es gibt irgendwie also neue Personen, also nicht die alten, und es gibt irgendwelche neuen Fähigkeiten. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Ich spiele das Spiel rein und let's go. Ich habe einmal kurz reingeguckt, aber eigentlich nichts gesehen. Einfach um die Aufnahmeeinstellungen zu prüfen. Das ist nämlich meine allererste Aufnahme und der wird sich wahrscheinlich hoffentlich noch viel Positives verändern. Gucken wir mal. Neuer Spielstand. Ja, die Spielentscheidungen, ich freue mich total drauf. Oh, die waren bei den alten Teilen schon heftig. Also, Alex, es ist endlich soweit. Du bist seit 8 Jahren in der Wohngruppe Helfende Hand. Wir haben eine Menge durchgemacht. Ja. Und jetzt verlässt du uns, um bei deinem Bruder zu leben. Meinem Bruder Gabe. Hier steht, er lebt in Haven Springs, Colorado. Stimmt das? Ein großer Schritt. Wie sieht es mit der Schule oder einem Job aus? Mein Bruder meinte, ich kann ein paar Schichten in der Bar übernehmen, in der er arbeitet. Dann arbeitest du mit Menschen. Ich denke schon. Weiß denn dein Bruder von deinen Problemen? Ist das eine offizielle Interviewfrage, Dr. Lin? Alex, du weißt, du liegst mir am Herzen. Und nach allem, was passiert ist, will ich wirklich nur das Beste für dich. Er weiß nichts. Das wird niemand, sobald ich hier weg bin. Dann bin ich ein normales Mädchen in einer normalen Stadt. Okay. Das schien jetzt irgendwie eine Therapeutin zu sein, schätze ich. Und die ist sich irgendwelchen Kräften wahrscheinlich schon bewusst. Würde ich jetzt tippen, das wäre das Naheliegendste. Gucken wir mal. Kapitel 1. Schon nett aus, ne? Gabe meinte, ich soll ihn bei der Brücke treffen. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu sehen. So. Okay, ich bin ein bisschen geflasht. Also, es sieht schon echt gut aus. Gabe wollte, dass wir uns bei der Brücke treffen. Ja, okay. Ich darf schon mal nicht in die andere Richtung laufen. Ja, es ist ein bisschen schlauchig, aber das sind normal bei diesen Geschichtsspielen. Ist auch gar nicht schlimm. Kann ich auch irgendwie laufen? Die Kamera mit Maus, okay, ja. Wahrscheinlich erstmal nicht viel machen. Ich weiß, aus den anderen Teilen gab es auch immer irgendwelche zusammenhängenden Sachen oder zum Beispiel auch die Autokennzeichen, weil immer irgendwelche Verweise und so. Ich werde mal gucken, ob ich auch sowas mitnehmen kann. Ich möchte dieses Spiel jetzt nicht irgendwie auf das Schnellste durchspielen, sondern wirklich auch ja, halt erleben, ne? Einfach auch mal hier irgendwie stehen und an so dieses Wasser irgendwie beobachten. Einfach diese Atmosphäre einfach genießen. Also, ich meine, wie gerne wäre ich jetzt einfach an so einem Ort, so irgendwie so ein kleines, wunderschönes, ja, Dörfchen, eine Stadt, wird es jetzt wahrscheinlich auch nicht sein. Ja, doch. Ja, vielleicht so eine ganz kleine Stadt. Guck mal, da sind doch relativ viele Autos unterwegs.
just learned to fly. And I've always been told that the feathers are meant for the sky. So I'm wishing, wishing further for the excitement to arrive. It's just I'd rather be causing the chaos and laying at the sharp end of this night. With every small disaster, I'll let the water steer. Take me away to someplace real. Cause they say home is where your heart is set in stone. It's where you go when you're alone. It's where you go to rest your bones. And it's not just where you lay your head. It's not just where you make your bed. As long as we're together, does it matter where we go? Wahrscheinlich irgendwie kennzeichnen müssen in dem Video, weil das vielleicht nicht jeder alles gucken möchte. Ja, diese Momente. Also, wow. Wow. Und damit gehe ich raus. Alex! Der Bruder, ne? Ja. Ist es wirklich? Was ist die angemessene Begrüßung, wenn man seine Schwester nach 8 Jahren wieder sieht? Ich darf entscheiden, okay. Ich kann scrollen. Umarmen, Handschlag. Na, auf jeden Fall eine Umarmung. Logo. Ich wäre cool mit einer Umarmung. Klar. Gehört Rippenquetschen auch zur Begrüßung? Ich freue mich so, dich wiederzusehen. Unglaublich, du bist hier. Glaub's ruhig. Sie ist jetzt erwachsen. Ich habe so viel verpasst. Ich bin Gedanken lesen.
Ich bin gewachsen, hä? Ja, ja. Das hat die Zeit so an sich. Bereit, die Stadt zu erkunden? Warum sollte ich nervös sein, wenn ich meinen Bruder besuchen gehe? Ja, okay. Also sie hat ja auch gesagt in diesem Intro, dass sie einfach glücklich ist, wenn niemand irgendetwas weiß. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, weiß Gabe, dass irgendwas los ist. Also ich glaube, sie wird sehr euphorisch sein. Aber nervös könnte sie genauso sein. Einfach um zu wissen, wie tiefgehend diese Konsequenzen sind, möchte ich einmal wissen, was passiert, wenn ich sage, ich bin nervös. Ja. Ich bin nur etwas aufgeregt. Und das zu Recht. Dieses Treffen wird aufgezeichnet. Ja, im wahrsten Sinne, ne? Okay, die Black Lantern ist die Straße runter. Du weißt, dass ich über einer Bar wohne, oder? Mega. Wie war die Fahrt? Du musst fertig sein. Mir geht's gut. Die Fahrt durch die Berge war unglaublich. Eleanor, hey. Alex ist angekommen. Alex, das ist Eleanor Leith, Besitzerin des Blumenladens und der absolute Sonnenschein von Haven Springs. Es ist schön, dich endlich kennenzulernen. Willkommen. Wir sind froh, dass du hier bist, Alex. Gabe hat oft von dir erzählt. Ich freue mich, hier zu sein. Okay. Sie wirkt echt nett. Ja, sie ist toll. Sie liebt es, Leute zu umarmen. Na toll. Hab ich gemerkt. Ist das schön. Willkommen in Haven. Wow. Rocky Mountain Record Traders. Haven Springs Taverne. Ist das der erste offizielle Halt der Tour? Ganz genau. Drin findest du unser wertvollstes Ausstellungsstück. Gabe Chen kauft Blumen zur Besänftigung seiner wütenden Freundin. Oh, ich kann es kaum erwarten. Die Kritiken waren durchwachsen. Hey, Gabe. Riley, das ist meine Schwester Alex. Sag mal, was ist deine größte Schwäche? Was? Ist für ihre College-Bewerbung. Wir überlegen schon seit Tagen. Gabe besteht darauf, dass ich ehrlich antworte. Es ist immer besser, eine ehrliche Antwort zu geben. Was wäre die Alternative? Lügen? Nicht lügen, eher strategische Halbwahrheiten. Wie, ich arbeite zu viel oder ich rette zu viele Welpen. Lügen. Den Schwachsinn riechen die sofort. Ich habe versucht, sie zu warnen. Ach ja? Was würdest du tun? Schwierige Entscheidung. Ist er ehrlich oder ist er clever? Also wenn das irgendwie eine Ausarbeitung ist und so, dann eigentlich ehrlich sein. Aber Ehrlichkeit bringt nicht immer was im Leben. Manchmal muss man sich irgendwie durchwursten, ja? Komm, sei clever. Ich würde clever sein. Die Wahrheit bringt dich nur begrenzt weit. Oh, hörst du das, Gabe? Du bist überstimmt. Mich kriegt ihr nicht klein. Er wird's schon irgendwann einsehen. Alex, ich brauche deine Hilfe. Welche kaufe ich für Charlotte? Ich weiß, dass sie Sonnenblumen am liebsten mag. Dann auf jeden Fall die, aber ich habe online gelesen, dass man sich am besten mit einem Strauß Maiglöckchen entschuldigt. Also? Sonnenblumen, wenn sie die am meisten mag. Oh, ich frage erst mal, was sie getan hat. Wofür entschuldigst du dich denn eigentlich? Dieses Mal wegen des Klodeckels. Wow. Komm, nimm Sonnenblumen. Also, wenn Charlotte Sonnenblumen liebt, dann nimm doch einfach Sonnenblumen. Genau das dachte ich auch. Na gut.
Weißt du, wenn Mac mir nur halb so oft Blumen kaufen würde, naja, dann wäre er nicht Mac. Immer noch so ein Hin und Her zwischen euch? Irgendwie schon. Gerade läuft's gut, aber frag mich in 5 Minuten nochmal. Darf ich anschreiben? Ja. Toll. Willst du Mac echt nicht von der Bewerbung erzählen? Nein, noch nicht. Vielleicht später. Okay, wie du meinst. Wir können los, wenn du willst. Ich hätte alles doch ehrlich klar sein sollen. Ich sehe mich vielleicht noch ein wenig um, bevor wir gehen. Statue. Rasenbücher. Enter oder Mausklick, okay. Easy. Gibt es irgendwie auch einen Modus, wo ich. Okay, wenn ich mittlere Maus drücke, dann zentriert sie sich in den Raum. Ah nee, dann zentriert das Bild dorthin, wo sie hinguckt. Verstehe. Gartenzeug, komm mal. Der hat so einiges gesehen. Auf der Höhe? Jo. So. Tiny Houses werden offenbar immer beliebter. Wow, das ist aber sehr tiny. Und ich glaube nicht für einen Menschen. Nur so eine Vermutung. Man kann wirklich alles aufwerten, wenn man einen Strauß Blumen reinstopft. Ey, das hat halt total was, finde ich. Ohne Witz. Also so eine alte Gießkanne, ein paar Blumen rein. Das ist einfach schön und nicht so, so gespielt irgendwie, sondern einfach schön. Wie bringe ich alles, was ich anfasse, um? Ein Gärtnerleitfaden von Alex Chen. Wow. Was wird jetzt? Achso, ich kann hier lesen. Die Freisetzung des Geschmacks der Erde. Ein Gärtnerleitfaden von Mabel Richardson. Aha. Das perfekte Blumenbeet, ne? Making the Magic Garden Real. Gut. Ja, noch nicht so spannend. Also ich muss ja sagen, ich habe jetzt auch ganz viele Blumen inzwischen, aber ich habe sowas von Spaß. Ob schon mal jemand auf diesem Dekostuhl gesessen hat? Bestimmt, oder? Mal ehrlich. Also, muss das Deko sein? Also, das sieht doch eigentlich sehr gebraucht aus, oder? Also, einfach verwittert, das kann natürlich auch sein. Foto. Oh, wer die wohl sind? Wahrscheinlich die Gründer dieses Ladens, ne? Süß, oder? Ja. Sind das deine Großeltern? Nein, aber sie bedeuten mir viel. Alistair und Ava Murphy. Oma hat ihnen das Gebäude vor meiner Geburt abgekauft. Aha. Halte gedrückt, um die Emotion des Charakters abzusehen. Ich kann die Emotionen des Charakters sehen. Was heißt das? Lina, okay. Das bedeutet? Hoffentlich wirft mein Ratschlag sie nicht völlig aus der Bahn. Ach, wird schon passen. Ja, wird schon passen. Gibt's denn da was? Nee. Sonnenbrille. Ah. Geil, wir werten den nochmal auf mit der coolen Sonnenbrille. Perfekt. Come on. Jawoll. Nur die Harten kommen in den Garten. Voll. Und du kannst es wohl kaum erwarten. Oh Gott, bitte hört auf. Zu hart? Oh, sie wirkt eher angespannt, ne? Oh, irgendwas Gießkanne? Da sind Großkarten. Großkarten? Großkartensteuerung. Hier, da. Keine Karte, auf der steht, für meinen Bruder, den ich 8 Jahre lang nicht gesehen habe, weil das Pflegesystem uns auseinandergerissen hat? Schade. Traurig. Kann ich irgendwie laufen? Der Statue. Ein Muss für jeden verzauberten Garten. Nein, definitiv nicht. Ich habe beim Topfpflanzen einfach so, in meinen Zimmerpflanzen, ja, einfach so einen kleinen selbstgebastelten Kornsteinfeger noch, aber sonst. Und so ein kleines Mini-Vogelhäuschen als Deko und das war's. Reicht völlig aus. So ein Radio bräuchte ich auch mal wieder. Ich kann nur rausgehen, ne? Oder diese Ansprache kann ich auch noch. Hoffentlich wirft mein Ratschlag sie nicht völlig aus der Bahn. Ja, doch. Ach, wird schon passen. Ja. Dann geht
Ja, dann gehen wir mal raus, wa? Na? Hat die da wohl bereden, hm? Da drehen wir irgendwas? Nee. Kann los. Danke. Wir sehen uns, Riley. Wie lange bist du schon mit Charlotte zusammen? Ungefähr 3 Jahre, glaube ich. Dann gibst du sicher viel Geld für Blumen aus. Sie ist es wert. Pass bloß gut auf. Es wird windig. Ich pass schon auf. Die sind echt schön. Danke. Hab ich gemacht. Jeden einzelnen Kranz. Wow. Du solltest Geld dafür verlangen. Das es geht schon. Nicht ums Geld, Alex. Schick. Ja, gut. Es muss auch nicht immer um Geld gehen, ne? Das ist richtig. Und du? Wow. Danke für die Info. Die von Minengesellschaft Sprengungsankündigung. Geplante automatische Sprengungen. Am 28. April 2019. Um 21 Uhr. Um die Uhrzeit. Ihr habt da wohl Lack gesoffen. Vor der Detonation werden in Gebieten im Sprengungsbereich Bahnserien zu hören sein. Betreten Sie den Sprengungsbereich nicht. Genehmigungsnummer, bla bla bla. Okay. 28. um 9 Uhr. Verstehe. Gab's hier noch irgendwas? Ich kann mal gucken. Ja, 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 du bist ja da, ne? Du wartest auf mich. Super. Sehr gut. Okay, können wir erstmal nicht durchgehen. Na gut, dann folgen wir mal der Story. Der Storyline. Die Warnung haben wir gelesen, also in Sprengungsstand findet statt. Er macht die Blumengrenze. Und dann. So, hier ist es. Da. Nee, da wahrscheinlich, ne? Hier oben drüber. Örtlicher Imker bricht alle Rekorde für Gesamtanzahl gehaltener Bienenvölker. Stopp die Druckerpresse. Hey, kein Hate. Wie viele Bienen hast du denn? Als ich das letzte Mal gezählt habe, so circa 0. Das war schon mega, aber sie live zu sehen, ist echt nochmal was anderes. Total. Na? Was machst du eigentlich morgen? Oh ja, ich weiß ja nicht. Ach, nicht weißt viel. Weißt du jetzt sie oder mich? Ich werde wohl mit Katie abhängen. Und du? Ignoriere mich nicht. Ich weiß noch nicht. Ich dachte, ich habe mich gefragt, ob du morgen vielleicht essen gehen willst oder so. Klar, gern. Ich schreibe Katie und Mark. Bald sehen, ob sie Zeit haben. Ah, super. Aber ich dachte eher, dass wir vielleicht nur zu zweit gehen. Oh. Reden wir von einem Date? Ja. Kann ich drüber nachdenken? Oh, das ist ein Korb. Na klar. Ui. Natürlich, ja. Sag einfach Bescheid. Au. Oh. Unangenehme Situation. Okay, ich habe hier gerade noch was gesehen. Kann ich hier doch ein bisschen schneller gehen? Nächster Punkt auf der Tagesordnung: Blumen ausliefern. Fliegen-Yoga. Okay. Wow. Einfach. Wow. Gut, Yoga. Ob da Messi mitmacht? Namaste. Zentrieren Sie Ihren Körper, befreien Sie Ihren Geist und tun Sie das alles mit winzigen Ziegenfüßen auf Ihrem Rücken. Nehmen Sie an einer unserer spannenden Yogakurse auf unserer Farm teil. Kommen Sie vorbei oder rufen Sie Stacy an. Okay, Bergamot, Colorado. Colorado, ne? What the fuck ist Ziegen-Yoga? Gute Frage. Yoga? Mit Ziegen? Nein. Willkommen in Colorado. Ich wette, Gabe hält den Blumenladen ganz allein über Wasser. Ich will das angucken hier. Alex, warte! Okay. Kann ich da nochmal lang gehen? Ne? Sieht's aus. Alex, wo gehst du hin? Na gut, dann. Ab dafür. Gabe Chen. Der perfekte Boyfriend. Voll, oder? Ich gehe kurz rein und glätte die Wogen. Dauert nur eine Minute.
Hey, ich stell dich hier noch vor, nur später. Okay. Ist echt kein Problem. Das dauert länger als eine Minute. Kannst mir glauben. Oh, hallo. Gabe ist dein Bruder, oder? Ich bin Ethan. Charlotte ist meine Mom. Hi, Ethan. Ich bin Alex. Was liest du da? Neunte Wächterin. Oh, hat sie das Zepter der Klarheit schon gefunden? Sie sucht noch danach, aber ich glaube, sie braucht den Armreif des Verschwindens, um es zu finden. Oh, ich kann das nicht. Boah, aber irgendwie habe ich da was im Kopf. Kann das mit irgendwas von den anderen Teilen zu tun haben? Verschwinden, ich will nicht feiern. Kann ich nicht verschwinden? Als ich ein Kind war, wollte ich mich so gern unsichtbar machen. Ganz ehrlich, das wünsche ich mir manchmal immer noch. Du kannst mit allem davonkommen, wenn du unsichtbar bist. Und niemand kann dich aufhalten. Wenn du Comics magst, kann ich dir mal meinen eigenen zeigen. Den würde ich gern sehen. Oh, der ist ja voll süß, ne? Also so völlig Fremde, ein bisschen strange, aber... Du kannst ihn haben, wenn du willst. Ich habe noch eine Menge Kopien, die ich im Plattenladen verkaufe. Ach, echt? Das ist mega cool, Ethan. Ich lese ihn sofort. Das ist wirklich cool. Ja, das ist der... Der sieht aus wie 12 oder so. Gehst du selten? Kennst du die Mine? Ich weiß, dass es eine gibt. Es gibt in den Bergen viele alte Tunnel. Ich glaube, ich habe einen Weg reingefunden. Also, ich bin keine Expertin, was Minen angeht. Aber ich hätte ja schon ziemliche Angst. Ach, ich mache öfter Erkundungstouren. Das ist gar nichts. Ja, gut, wenn du da in so einem kleinen Ort lebst, ne? Oh Mann, das hätte ich dir nicht erzählen sollen. Ja, besser das. Versprich mir nur, dass du auf dich aufpasst, okay? Mach dir keine Sorgen. Wirklich. Naja. Ich sehe mich mal im Plattenladen um. War schön, dich kennenzulernen. Plattenladen. Ah, das war irgendwie eine komische Begegnung, ne? Ah, sieht das gut aus. Leider vergangen. Sieht man gar nicht wegen der Kamera davor, ist aber nicht weiter wild, glaube ich. Oh, wow. Hui. Ich finde das sehr stilvoll. Erinnert mich an den Laden, in dem Gabe und ich früher ständig waren. Er hat wochenlang das Geld von seinem miesen Autowaschjob gespart, damit wir neue Platten hören konnten. Echt verrückt. Nach all den Jahren stehe ich hier und warte jetzt wieder im Plattenladen auf meinen großen Bruder. Hat doch was, ne? Nur dieses Mal kaufe ich die Platte. Oh, können wir das aussuchen? Niemals. Auf jeden Fall das Einhorn. Zombie Parade. Unicorn Sandwich. Keine Ahnung. Nehmen wir mal das, komm. Ja, von wegen auf jeden Fall das Einhorn. Keine Ahnung, es sah einfach erst auf dem ersten Blick cooler aus, ne? Aber von der Musik her, ich weiß halt nicht, was das ist. Kann alles sein, ne? Bewohner von Haven Springs, das war The Wednesday mit Bomb Squad. Und als nächstes kommt ein ganz besonderer Wunsch von so einem Mädchen. Mhm. Klingt das mal cool.
bin der Messer. Sorry, der Laden ist im Moment geschlossen. Was etwas verwirrend ist, da er ja offensichtlich aufhat. Moment, bist du Alex? Die bin ich. Wow. Gabe spricht schon seit Ewigkeiten davon, dass du mal kommst. Ich bin Ryan. Puh, ey. Hi, Ryan. Freut mich. Also, ein weiter Weg von Portland. Was hältst du von Haven? Und bisher eigentlich schön. Bisher sieht es ziemlich cool aus. Dieser Plattenladen ist echt unglaublich. Sowas habe ich hier echt nicht erwartet. Yep, unser kulturelles Wahrzeichen. Also, der Laden ist geschlossen. Aber sie haben ihn nur für dich geöffnet? Du musst ja etwas sehr Wichtiges abholen. Naja, nun, das könnte man so sagen. Der Naturkundler-Leitfaden für die Rufe heimischer Vögel. Wow, das ist... Ja, nerdig. Das nerdigste Ding, was ich je gesehen habe. Und ich meine, ich besitze 2 Schoolhouse-Rock-Alben. Ich würde ja gerne lügen und sagen, dass ich die für die Arbeit brauche, aber... Nee, ich stehe einfach drauf. Jeder soll sein Hobby haben. Also, bist du ein... Colorado State Park Ranger. Jetzt ergibt das alles Sinn. Schade, dass der Laden zu hat. Ich wollte ein Geschenk für Gabe suchen, aber ich finde sicher was anderes. Ich weiß nicht mal, ob er überhaupt noch Platten hört. Das tut er. Charlotte hat ihm gerade erst einen Plattenspieler geschenkt. Perfekt. Wenn ich mich nicht täusche, hat er etwas zurücklegen lassen. Du arbeitest also nicht hier? Steph hat sicher nichts dagegen. Das wird der einfachste Deal, den sie je abgeschlossen hat. Wenn ich nur die Warteliste finden würde... Mist. Die war hier doch irgendwo. Suchen. Hilfst du mir suchen? Klar, helfe ich dir. Na, klar. Nee, eine Idee, wo wir anfangen sollen? Kein Plan. Steph lässt wirklich überall Zeug liegen. Um dich geschifft, perfekt. Oh, und Gabe Telefon-Tab. Mal gleich mal gucken. Machen wir aber in der nächsten Folge. Das soll es gewesen sein zum Einstieg. Ich guck mal, ich werde immer so die Videos so um die 30 Minuten irgendwie machen. Ich denke, das ist ein ganz, ganz gutes Intervall halt dafür, da es auch irgendwie spannend bleibt und so. Und ja, bis dahin. Macht's gut.